Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. In ein paar Monaten oder irgendwann demnächst hoffen wir alle, dass der DLC Shadow of the Erdtree erscheint. Aber es gibt jetzt schon einen Mod mit neuen Klassen, neuen Zaubern und viele mehr neuen Gebieten, sehr viel Stuff neu dazugekommen. Den Mod, den werde ich euch unten mal verlinken, weil ich habe mir selber jetzt auch Elden Ring für PC noch extra geholt, um diesen Mod zu spielen oder überhaupt Mods zu spielen. Wenn euch das ganze Mod-Thema interessiert, dann würde ich da ein Video zu machen. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und lasst mit einem Like da. Hier heißt der Mod The Convergent. Und das Krasse hier ist wirklich, dass richtig viel neuer Stuff dazu gekommen ist. Wenn wir hier ein neues Spiel starten, können wir hier einen Charakter erstellen. Und dann bei Ursprung gibt es richtig viele neue Sachen. Ihr seht schon immer, wir haben hier die normalen Sachen, die wir kennen, aber die haben teilweise andere Startsachen, das heißt andere Startwaffen und andere Startrüstung, teilweise auch neue Sachen. Und ich würde jetzt einmal alle mit euch durchgehen. Ich habe keine Zeit in diesem YouTube-Video, euch jede einzelne Klasse zu zeigen. Wir gehen jetzt einmal alle durch und dann suche ich mir eine aus, dann starten wir mal rein und dann erkläre ich noch ein bisschen mehr zu diesem Mod. Krieger, da sehen wir mal so, wie es aussieht und was er für Waffen hat. 18 Stärke ist also auf jeden Fall nicht normal. 17 Stärke, der sieht cool aus. So mit einer Streitaxt und so, ist echt cool. Aber da kommen gleich noch krassere, passt auf. Prophet, relativ langweilig. Ihr seht, ne, Menütext. Ich glaube, das liegt daran, dass sein Spiel auf Deutsch ist. Ich glaube, wenn es auf Englisch wäre, dann wäre das auch übersetzt. Das hier ist auf jeden Fall was Neues. Keine Ahnung, was das für eine Klasse ist, steht da leider nicht. Bettler, das ist zum Beispiel interessant. Guckt euch den Stab an, guckt euch die Rüstung an. Ich kenne die Rüstung nicht. Und ich weiß, dass der auch andere Zauber hat. Kann ich die Zauber sehen? Nee, ich kann die Zauber leider nicht sehen. Aber hier haben wir schon mal den ersten. Sehr interessanten. Guckt euch die Waffe an. Sehr interessant. Da, genau, das ist ein Volcanic oder so, Volcano oder sowas. Der hat Feuerattacken. Sehr nice. Überhaupt, dieser Mod geht extrem auf Magiesachen. Auch neu. Auch neu. Guckt euch die Waffe an. Das ist geil. Direkt zum Start, ne, Leute? Direkt zum Start. Da. Alter, was? Den kenne ich nicht. Glaube 16, Weisheit 16. Sehr nice. Ihr seht, ne, übel viele Klassen haben die reingeballert. Das ist so ein Rotten anscheinend. Oh Mann, ich wünschte, ich könnte euch einfach alle zeigen. Und jeder von denen hat auch noch Zauber und so. Guckt mal den an. Alter, wie nice ist das denn? Ich wusste nicht, dass es so viele gibt. Ich gehe jetzt gerade auch zum ersten Mal durch. Ohrring. Was? Okay. Was hat der denn da alles für Items? Das ist so ein Parfümeur-mäßig, ne? Und der. Okay, ich weiß schon, wen ich nehme. Ich weiß schon ganz genau, wen ich nehme. Der mit diesem krassen Stab. Da. Den nehme ich. Zack. Name. Machen wir mal Lu. Jung, Ursprung, Andenken nehmen wir goldene Saat. Ach, guck mal, auch anderes. Okay, also wir. Da ist die goldene Saat. Das ist die Träne, glaube ich. Zauber, Dingsbums, Rune. Ich weiß nicht, was das für Items sind. Okay. Wir nehmen aber die goldene Saat. Und. Machen wir hier noch meine Lieblings. Und dann geht's los. Und jetzt ist die Besonderheit, jeder dieser Charakterklassen, die ich euch gezeigt habe, startet an einem anderen Punkt auf der Map. Und ich bin ultra gespannt, wo wir jetzt starten. Alle starten woanders. Wir haben also den Rotten zum Beispiel. Da weiß ich, der irgendwo in Caelid spawnt der. Und jetzt bin ich gespannt, wo wir spawnen.
Das. Okay, das ist erstmal Standard, weil. Ach ja, und natürlich Enhanced Textures, Enhanced Frame Rate, alles Enhanced, alle möglichen Enhanced Mods. Werkzeugsatz, Flasche der wundersame Arznei. Okay, und dann geht's hier direkt durch. Das ist. Also nur wegen diesem Mod habe ich mir für 50 Euro bei Instant Gaming, übrigens, wenn ihr Instant Gaming abchecken wollt, unten in der Videobeschreibung ist mein Link. Dafür habe ich mir für 50 Euro Elden Ring geholt für den PC. Ich hatte hier Halbinsel der Tränen starten wir. Ich hatte ja Elden Ring die ganze Zeit auf der PlayStation. Was, was, was? Okay, wir sind hier. Okay, ich weiß, wo wir sind. Wir sind hier direkt an der Kirche. Okay, ich weiß, wo wir sind. Aber wie kriegen wir jetzt das Pferd und so? Haben wir das schon? Wir haben das schon. Wir haben das Pferd schon. Okay. Und jetzt ist auch vorbei mit meinem Knowledge. Ab jetzt weiß ich nicht mehr, was hier anders und neu ist. Im Prinzip, ich bin ganz ehrlich mit euch, es ist im Prinzip ein anderes Game jetzt. Weil ich eine komplett andere. Ah ja! Die Mod macht auch noch, dass man Sachen automatisch einsammelt, wenn man drüber läuft. Das zeige ich euch. Hier draußen gibt es ja das Blutfett. Wenn ich hier vorbeilaufe, guckt, eingesammelt. Oh mein Gott, ist das entspannend, eingesammelt. Oh, sowas nicht, okay. Sowas wird nicht automatisch. Vergoldeter Eisenschild, normalerweise ist da Blutfett. Normalerweise ist da Blutfett, das weiß ich 1.000.000%. Eingesammelt. Okay, das heißt, Items wurden auch anders versetzt. Okay, wir müssen uns jetzt mal ganz kurz die Zauber angucken. Und diese Waffe, die müssen wir uns genauer angucken. Weisheit C, Glaube C. Zauberskalierung 124. Also bin ich doof? Der hat keine Zauber. Ah, 124, klar, aber der skaliert mit Weisheit und Glaube C. Weisheit 6 braucht er. Okay. Okay, das sind auch ganz neue Sachen. Sonst hätten wir oben den Namen. Sind das Fias-Sachen? Ich glaube, das sind Fias-Sachen, oder? Fias Nebel auch. Ich bin nicht 100% Tibias Ruf. Das ist von der Rosus-Axt das Talent. Das haben wir jetzt hier als Zauber. Und das ist auch irgendein neuer Zauber. Ah! Man macht irgendeine Verzauberung auf die Waffe. Aber. Todesfluch! Löst Todesfluch aus. Okay, ich bin übel hooked. Ich bin übel hooked. Das ist mal eine Mod. Im Zuge dessen kann ich euch schon mal sagen, ich habe ja das Steam Deck. Und auf dem Steam Deck läuft Elden Ring so gut, ne? Also hier unten ist normalerweise die Sense. Können wir auch mal reingucken, ob hier wirklich die Sense ist oder ob hier was anderes ist. Hier ist normalerweise die geflügelte Sense. Mach auf, mach auf, mach auf! Hier ist Nebel, was machst du? Kill ihn. Oh ja, schön. Alter, war der nervig. Okay, hier ist noch die Schwingsense. Alter. Das war gerade echt schwieriger, als es eigentlich sein sollte. Normalerweise renne ich hier rein, hole das, fertig. Okay, wir haben aber noch eine. Da oben ist ein. Oh mein Gott, wie er einfach alles einsammelt. Hier oben haben wir den Dude. Mal gucken, ob der was anderes hat. Oh nein! Okay, können wir nicht gucken. Ups. Was haben wir denn für Items hier? Geisterrufende Glocke haben wir schon direkt am Anfang.
Ich denke mal, die ganzen Questlines sind entweder komplett anders gestrickt oder nicht mehr vorhanden. Ich weiß es nicht. Also alles, was ihr jetzt gesehen habt, ist alles, was ich auch weiß und was ich euch gesagt habe. Ich weiß auch nicht, ob die Story jetzt anders ist, so vom Aufbau her. Können wir uns mal die Karte angucken? Okay, wir haben die ganze Karte direkt offen. Die ganze Karte direkt offen. Vielleicht fällt uns hier noch was auf. Kaelit? Nicht wirklich, ne? Also komisch ist halt, dass wir die ganze Karte schon haben. Das bedeutet, was ist dann an so einem, an so einer. Vor allen Dingen, wie komme ich denn von hier aus weg? Halbinsel der Tränen startet man. Ja, doch, 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 doch. Okay, ich find's richtig nice, der Mod. Er ist ja komplett neu. Und alles halt neue Zauber, ne? Ich weiß nicht, ob, also, der ist auf jeden Fall neu. Todesflug auf der Waffe. Was habe ich denn in der Arznei? Wir müssen uns mal an die Dings hier setzen. Stufenaufstieg geht direkt, okay. Was ist das? Arzneimischung, habe ich nichts drin. Zauber, das ist die Zauber, die er hat. Kriegsasche. Truhe hat man auch direkt. Habe ich vielleicht irgendwas in der Truhe? Nee. Okay. Ja, wir können mal kurz hier ein bisschen durchgehen. Fällt mir noch was auf? Nee. Okay, ich würde sagen, das war so ein erster Eindruck. Das ist für mich ein Grund gewesen, mir Elden Ring auf dem PC zu holen. Wie gesagt, der Mod ist unten verlinkt. Wenn ihr mehr zu Mods sehen wollt, lasst mich wirklich wissen, weil da gibt es ein Arsch voll Zeug bezüglich Mods. Also da gibt es Sachen, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle den Seamless Co-op Mod, wo man ohne Levelbegrenzung komplett in der Welt mit so vielen Leuten rumlaufen kann, wie man will. Womit so vielen wie man will, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ohne Levelbegrenzung. Und das ist einfach eigentlich schon ein Grund oder der Grund, sich das vielleicht nochmal anzugucken, das ganze Mod-Thema. Das war's von mir. Lasst gerne ein Like da und Follow auf den Kanal, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.